Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Nichts. Kennst du das neue Spiel 7 Days to Nichts? Das ist halt einfach enttäuschend, Erik. Weißt du, keine Messbecher, kein Blutmond. Was ist das für ein Spiel? Ja, und das Spiel ist schuld. Ja, natürlich, nein. So, muss man auch mal sagen. Ja. Wir sind nämlich die Liga der empörten Gamer. Ach, die unglaubliche Liga der empörten Gamer, bitte. Ja. Wäre eigentlich schön. Wäre ein schöner Verein, die unglaubliche Liga der empörten Gamer. So, die sich über alles empören immer. Days Gone ist auch scheiße. 6 Jahre Early Access und an Tag 28 ist nicht mehr Blutmond. So. Weiß ich nicht. Ja, ich sammle noch ein paar Steine. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Dann mache ich den Fels hier nochmal kaputt. Ganz kaputt, damit er weg ist. Und dann mache ich nochmal ein bisschen Zement. Warte, dann kann ich mich oben den Walk nochmal ein bisschen ausbessern. Und wir können mal gucken wegen Generator, wegen den Blades eventuell. Das wäre auch ganz toll, wenn das hinhaut. Und der Generator müsste aber irgendwo stehen. Ich weiß nicht, wie man den verkabelt, ehrlich gesagt. Da kenne ich mich halt auch nicht aus. Das weiß ich halt auch nicht. Der müsste irgendwo safe stehen, natürlich. Da, wo vielleicht mal nichts einkracht. Ein bisschen so einer Betonschalung eigentlich, aber... Will man das? Betonschalung muss er gar nicht, aber vielleicht da, wo wir uns nach oben retten, wo normalerweise die Zombies nicht hinkommen sollten, aber wir werden, wo wir dann sehen werden, oh, so haben die das gemacht. Also das Übliche halt. Ja. So, nochmal kurz eine Kartoffel verschmackofatzen hier. Und Kaffee Day. Ah, Tobi, das ist das Leben. Kartoffel, Kaffee, Steine klopfen. Mensch, das erinnert mich an meinen letzten Knastaufenthalt. Ach ja. Good old times. Was? Vier Finger Henry und Hintertaschen Joe, meine beiden Knastkumpels. Ja, ja. Das Tattoo habe ich noch heute. Das klingt jetzt aber nicht so begeistert. Hä, wieso? Wir mussten uns mit der angespitzten Zahnbürste und Feuerzeug tätowieren, Tobi. Das sowas Alter. Schweißt zusammen. Was denn? Aua. Was denn? Ach ja. So, war das gerade ein Geräuschli, was da immer zärtlich Öhrlein drang? Hallo. Hey. Schön. Was denn? Nix, ich bin einfach nur stehen geblieben, so dramatisch halt so. Ach so. So, ich habe ja gerade einen riesen Fels weggeräumt. Das, war ja, das hast du jetzt die ganze letzte Folge gemacht, das an diesem kleinen Stein hier rumgeprügelt, Erik? Ist das dein Ernst? Ja, es war dieser Stein. Ernst, Erik? Ist das wirklich dein Ernst? Das ist dein Ernst? Hast du letzte Folge gemacht, Erik? Ja, das war's. Ja, richtig. Damit fülle ich den Content auf meinem Channel und hab immer noch mehr Views als du, Tobi. Denk mal darüber nach. Nee, mal gucken, wie viele Steine haben wir jetzt? 4000. Das ist nice. Es war ein sehr ergiebiger kleiner Stein. Boah, 4000 Steine. Gut, das bringt uns natürlich jetzt wieder zurück ins Game. So, Tobi, kann ich bei dir auf dem Gepäckträger bitte mitfahren? Gerne doch. Okay, warte. Okay, fahr los. Warte, wird abgerutscht. Okay, nochmal. Ja, Gepäckträger. Ja, funktioniert aber. Siehst du mich hinter dir? Ja, du. Gut, wieder aufgefangen, gut. Oh, du stehst auf dem Rad vorne, das sieht jetzt ungesund aus irgendwie. Okay, Tobi, jetzt machen wir Stunts, komm, fahr. Ich bin auf dem Fahrrad gelandet wieder im Sprung. Oh, cool. Nice. Weißt du, kaum haben wir jetzt einen Tag mehr Zeit, geht's gleich wieder los. Ja, lass uns doch nochmal über Steaks reden und deren Preise. Du, ich baue jetzt nochmal in unserem anderen Haus weiter dabei. Ja, gerne doch. Wir haben doch die Zeit. Scheinbar. Das überhaupt nicht übertriebene Haus, dessen Zement wir gut hätten brauchen können. Ja, aber abbauen kann man den nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Der ist ja hart gegossen. Tobi, wir haben keine Zeit für deine Döniken. Döniken? Was? Heute ist Blutmond. Hat unsere Nachbarin mal gesagt. Die Döniken. Schluss mit den Döniken.
Was? Ja, es waren andere Zeiten, ne? Hey, Tobi, hahaha, Karma, Karma. Weißt du, ich bin fett Karma überladen, nicht hoch. Weil ich, Karma ich, nicht hoch. Weil ich fett bluten war für uns. Jetzt lacht er mich aus, weil ich zu fett bin. Du hast aber nur Burger gefressen unterwegs, so sieht es nämlich aus. Was? Du warst fettbluten? Ich musste mich stärken, ja. Tobi, du warst fettbluten? Was? Du hast gerade gesagt, du warst fettbluten. Nein, ich war fettluten. Ach, fettluten, ich habe bluten verstanden. Was? Du hast fett gelootet? Auch das habe ich. Okay, gut. Dann wundert mich nichts. Ich tu mal die Benzinfässer hier mit rein, du müsstest sie dann nur umwandeln. Okay, ja, das mach ich gerne. Es gibt etwas, was nur ich kann? Bilde da jetzt bitte nichts drauf ein, okay? So, und jetzt nochmal Beton, Betonmischung. 1029, ja Mann! Oh nice, 2000 Steine direkt mit einem Schwung direkt weg. Was ist denn da an der Truhe? Hm, und das tue ich noch hier hin und das tue ich noch dahin. Hm. Okay, das erfordert Rache. Hm. Ne, warte mal, geh ruhig nochmal kurz dran. Ich habe eh Scheiße gerade gebaut. Okay, warte, wir müssen noch hier. Gut. Das ist echt nicht lustig, Erik. Es gibt Dinge, die passieren manchmal einfach so. Was denn? Hä? Worum geht's gerade? Erik, ich erkläre dir das mal in der ruhigen Minute. Ja, mach das mal bitte. Das Eisen schmelzt sich gar nicht mehr ein, ne? Das ist ja schon wieder in der Kiste. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ist da wieder an der Kiste? Auf der Kiste dein Name drauf, oder was? Ja, Mann, da steht mein Bedürfnis doch an der Kiste drauf. So. Das Blei tue ich auch mal hier rein. So, Holzrahmen habe ich auch. Nitratpulver? Sniff das doch mal. Vielleicht bist du dann entspannter. Oh, ich glaube, wir kriegen Besuch. Ah, hat sich gerade so angehört. Ja, ich habe nur so ein langsames Ausatmen gehört. Das bist entweder du gewesen oder irgendwas Untotes. Arschloch. hier Nitratpulver. 86 nochmal drauf. Cool, ist gar nicht so wenig, wie ich dachte. Wofür auch immer wir das später brauchen werden. Und ich hau mir nochmal ein paar Kartoffeln im Kopf. Ich hoffe, ich kann bald Suppe machen, Tobi. Dann werden wir nicht mehr so viel essen müssen, hoffe ich. Ja, das wäre nice. Suppe. Ne, das wäre echt ein Traum. Schmackhafte Suppe. Bisschen Gemüsesüppchen. Hat wahrscheinlich... Vielleicht sollte ich mal vorher gucken. Ich schau mal eben, was hat die denn... Gemüseeintopf ist das. Kartoffel, Maiskolben, Pilze, Flasche Wasser. Wie viel hat die denn? Ah ja, wir müssen erstmal machen, damit wir was sehen können. Okay. Ja, dann weiß ich es gerade nicht. Oh, wir haben nur 172 leere Flaschen. Na, das ist ja beruhigend. Gut, das ist aber auch nicht so viel, ne? Oh, Kartoffeln haben wir gar keine mehr. Gebratene. Gebackene. Was? Ja, also da würde ich sagen... Gebackene Kartoffel, 142. Und für die Suppe hole ich dann noch mehr Kartoffeln. Ich mache jetzt mal gebackene Kartoffeln und dann mache ich für die Suppe wieder mehr. Gut, dass wir die Felder haben. Gut, dass jemand diese Felder angelegt hat. Also, das ist natürlich, da muss man mal lobende Worte finden für denjenigen. Ach, ja. Es geht runter wie Öl, Tobi. Runter wie Öl. Ich habe vergessen, Zement mitzunehmen. Beton. Beton. Wo war denn das Beton, Beton. Wo ist das? So. Also. Wie sieht's denn aus momentan? Oh, 400 sind schon fertig. Cool. Kann ich wieder rüber gehen? Ich weiß... Ich höre Besuch. Ja. Oh, da kommen so ein paar. Soll ich dir helfen? Ja, warte mal. Ich mach mal Folgendes. Hallo, Freunde! Woo! Ich lass dich mal kurz hier rumschlurfen. Tobi, ne, lass mal die Agro ruhig auf mir. Mhm. Oh. Da kommt auch noch eine holde Dame. Ich laufe jetzt mal um unsere Falle rum. Und gucke mal, was passiert. Ah, oh, die sind halt echt langsam.
Der einen muss ich aber leider geben hier, weil die ist gerade auf mich getriggert, aber die ist hier hinten. Ja, hier kommen noch ein paar. Ja, sich hier. So, der Zombie des Monats, ne? Ich mach mal kurz ein bisschen. Ich pull mal kurz ein bisschen Agro, warte mal. Hab mal gegens Haus geschossen. Da drin ist nämlich, glaube ich, noch einer. So. Oh, hier ist wieder Grafik für. Tobi, du bist noch gar nicht ganz ums Haus rum, ne? Mit dem Bohren? Doch, eigentlich schon. Ja, oder da ist bei mir noch ein Grafikfehler, der den Graben ein bisschen auffüllt. Oh, dann kommt da noch einer, cool. Das guck ich mir mal an, du. Du di li li da di 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 lu li di 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 du di li lu. Doch, ist hier rum, alles gut. Okay, aber mir ist hier ein Grafikfehler nämlich, ich weiß gar nicht warum. Okay, bei mir sieht's aus, als wäre hier Rasen. Was ist denn? Hä? Seven Days, was ist denn da los? Seven Days to Release. Das ist eine schöne Rampe. Mhm. Stylisch. Ja, alles auch rollifreundlich. Das ist gut. Das so, ist ich renne jetzt mal. Okay, das mit dem Grafikfehler stört mich aber gerade ein bisschen. Ich gehe mal selber rein. Jetzt ist er weg. Okay. Jetzt gehe ich. Oh, ich komme die Rampe nicht hoch jetzt. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Du, 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 du. So, vielleicht noch ein bisschen Energie, das wäre ganz gut. Siehst du, ist einer in die Grube gefallen? Einer ist gerade hier unten in den Graben gerade runter. Was macht er jetzt? Okay, die laufen jetzt wieder noch. Ah, die sind alle im Graben hier unten. Oh, die laufen aber alle raus gerade, jetzt. Oder? Jetzt fangen sie gerade an zu buddeln da unten. Oh, der hat seine Freundin da gerade umgekloppt. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch Zementrahmen machen. Okay, die buddeln also. Vielleicht, weil sie uns hier unten nicht erreichen können? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Buddeln die immer noch? Ja, ne? Ja. Wobei, zwei Stück hauen sich gerade selber tot, gegenseitig. Ne, jetzt laufen sie wieder, warte mal. Einer buddelt ja, der eine. Wieder. Der kloppt jetzt tatsächlich aufs Zement. Oh, jetzt schlagen sie sich wieder gegenseitig. Nice shot, Bro! Oh, der eine ist über den anderen gesprungen, okay. Aber interessant, dass sie gegen das Zement schlagen, nicht gegen die Erde, ne? Das ist schon interessant. Ja. Also quasi gegen die Stützbalken. Ja, das stimmt. Oh, die eine ist. Ich glaube, die eine ist aus der Grube rausgekommen. Die latscht jetzt, glaube ich. Ah, die kommt jetzt zu mir, okay. So, ich teste mal ganz kurz. Die latschen jetzt alle da hoch. Den ignorieren wir gerade mal. Oh, einer ist hingefallen. Ah, die kommen alle wieder hoch. Okay. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut. Das mit dem Graben, vielleicht ist das Gebäude größer als die Barn damals. Okay, wenn ich jetzt hier hinten stehe und die Dame kommt jetzt hier lang. Ich bin gerade unten in diesem. Okay, die kann nichts machen. Die ist jetzt runtergefallen. Ich glaube, die ballern. Ah, okay, die ballern uns die Base kaputt, habe ich das Gefühl. Das klappt nicht so wie bei der Bahn irgendwie, ne? Nee, irgendwie sind die vielleicht doch nicht so schlau, wie wir gedacht haben. Oh, eine Krankenschwester, darf ich die töten? Warte mal, bevor du die tötest. Komm mal kurz, geh mal auf die andere Seite, ich geh mal hier links lang. Also jetzt natürlich so rum ist rechts, aber auf die andere Seite quasi. Und dann kann man hier theoretisch doch Kasperkopfschießen machen. Haha, yeah! Oh, hey. Oh, hey. Ja, die fliegen mal in die Grube, das ist voll geil. Aber trotzdem ärgerlich, wieso buddeln die da unten dran rum? Das ärgert mich noch ein bisschen. Und ich glaube, Zement ist zwar stabil, aber auch nicht so mega stabil, dass es jetzt die Nacht aushalten würde.
Meinst du nicht? Vor allen Dingen werden die sehr schnell sein. Ja, stimmt, die buddeln halt auch nochmal schneller, ne? Ich weiß nicht, der eine hat hier unten gebuddelt. Sieht man da vielleicht, wie viel Schaden der hier gemacht hat? Mit Sicherheit. Kann man bestimmt wieder reparieren? Achso, dann haben... Ach, hier. Also der hat da so ein paar Mal drauf geprügelt. Wir haben jetzt noch 4.944 von 5.000. Und hier sind 4.672 von 5.000. Also das hält schon gut aus. Ist schon ganz gut, glaube ich, ja. Besser als das Holz, was wir vorher hatten. Ja? Ja, weil... Also, oder? Ja, 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 klar. Nee. Sehe ich nicht. So, 4888, okay. Hier hat noch einer ein bisschen gegengepupt. Aber alles in allem. Okay, ich gebe jetzt ein paar Eimer Zement aus, aber wir haben, glaube ich, gerade ein bisschen. 4712. Das sind 300 Damage. Das ist auch nicht so mega viel. Aber ich glaube, es wird die... Das sind 8 Damage. Ich glaube, die Menge wird es machen später, glaube ich. Ja, das könnte ein Problem werden. Aber ansonsten trotzdem ganz nice eigentlich, die Bastionen. Eigentlich ja. Aber erstaunlicherweise haben die sich weniger durch Erde gebuddelt, als sie jetzt anfangen, hier die Klötze kaputt zu schlagen. Die schlagen, glaube ich, lieber Klötze kaputt als Erde. Weil da haben sie... Huch, hier haben sie ein bisschen reingeditscht, aber nur so ein bisschen. Nicht so wirklich. Und ich glaube, wenn die Erde wegbuddeln, wäre aber auch nicht so schlimm. Ne? Ich glaube, da kommt ja dann auch irgendwann Beton. Das wollte ich jetzt eigentlich weitermachen. Ich wollte jetzt... Ach, Stahlgerüste wollte ich noch machen. Ja. Ich wollte das jetzt quasi als solide Wand machen, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Beton. Das ist ein großer Tisch. Was ich zuerst machen wollte, war tatsächlich 720, das geht. Ich wollte hier oben das Zeug alles abreißen. Kann ich, glaube ich, auch so machen. Vielleicht kannst du mir da sogar helfen. Nee, sehe ich nicht. So, das muss leider wieder weg. So. Und zwar beide Reihen würde ich gerne gegen Zement ersetzen, damit die Statik hier noch einigermaßen funktioniert. Das Holz hier meinst du einfach komplett die Reihe durch? Genau, also eine Zweierbreite. Den Überhang plus noch das dahinter. Du hast, glaube ich, auch eine bessere Axt. Bei dir ist, glaube ich, schneller. Soll ich das hinten dran einfach weghauen? Soll ich das hinten dran einfach weghauen? Ja, das würde auch gehen. Also quasi hier das da, ne? Genau. Eine weitere Reihe hinter. Okay. Aber du bist, glaube ich, schneller als ich, weil du hast eine bessere Axt. Hab ich dir nicht auch eine gemacht? Oder hattest du mir nicht eine gemacht? Oder habe ich eine Stahlaxt? Kann sein. Kann auch sein, dass ich eine Stahlaxt habe. Stahlaxt Level 6? Ich dachte, wir hätten beide gemacht. Ja, wahrscheinlich habe ich die auch. Okay. Ripp, ey. Lul. Also ich hoffe auf jeden Fall, die machen da unten weniger Damage, wenn wir da zum Beispiel irgendwelche Blades oder diese Eisendinger reinpacken. Hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Was waren das nochmal für Blades? Waren das so Platten, wo die draufsteigen und da passiert irgendwas? Ja, ne? Also die Blades sind irgendwie so Schnetzelmesser wohl, die vom Generator angetrieben werden. So ein bisschen wie so ein Mixer. Oh, lecker. Ja. Sollen auch gut funktionieren, sollen gut Damage machen. Nice. Oh. Nee. Mist, ich muss mir noch Stahldinger holen. Out of Stamina, la 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 la. Gehen wir noch schnell Kartoffelchen. Ah, und noch ein Käffchen hinterher. So. Der Zement müsste dafür ziemlich doch reichen. So. War es vielleicht ein Fehler, die Stützbalken da drunter zu bauen? Weil die offenbar lieber gerne gegen gebaute Blöcke schlagen, als gegen Erde. Wobei es, glaube ich, darauf ankam, auf welcher Ebene wir waren. Wenn wir hier unten standen, sind die wieder hochgelaufen. Standen wir auf der Plattform oben, haben sie versucht wegzubuddeln. Ja genau, weil auf der Plattform kommen sie auch nicht hin. Genau.
wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Weißt du, die wissen das halt schon vorher, das finde ich nicht gut. Tobi, mach's auf der anderen Seite auch mal kurz. Ich bin kurz Stahlgerüste anschmeißen. Ja, ja, ja. Prima, danke dir. Nee, sehe ich nicht. Den Übergang könnte man theoretisch auch machen. Aus Zement. Ich weiß noch nicht, ob wir genug Zement dabei haben. Also, ob wir genug Zement generell haben. Hä? Och man, schon wieder so ein Grafikfehler. Hä? Bei mir ist überall Wiese, wo... Oh, ich bin gerade in den Graben gefallen, weil ich über eine Wiese laufen, über ein Stück Wiese laufen wollte. Das war aber der Graben. Was ist denn da los? So. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss da unten alles mit Zementblöcken voll machen. Und ich müsste auch alles absichern, nämlich die nochmal aufwerte. Aber das kostet Stahl und das wird richtig teuer. Oh, Erik? Tobi? Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Warum jetzt erst? Ich habe Hoffnung gehabt. Ich hatte auch irgendwie Hoffnung. Ist das jetzt gut, dass ich das hier gerade noch weghaue? Eigentlich nicht, ne? Doch, doch, das ist sehr gut. Also ich hab 1100 Zement, das müsste alles reichen. Aber Alter, wieso denn jetzt? Was soll schon passieren? Scheiße. Fuck. Ja. Ich habe mich drauf verlassen, dass wir jetzt noch einen Tag Zeit haben. Aber wieso fängt das erst um 8 an, rot zu werden? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz irgendwie. Wird schon schief gehen. Ja, das denke ich auch. So, Zement, dann mache ich hier. Dann ist das. Das reicht ja dann auch erstmal. 65. 63. Habe ich das Holz hier rausgenommen? Nein. Okay. Scheiße. Naja, aber endlich mal ein bisschen Action. Ist auch nicht so verkehrt. Ja! Wie bewahren wir unser Gesicht, falls wir sterben sollten? Indem wir dann in der darauffolgenden Folge einfach rumjammern, davon sprechen, dass wir das Let's Play abbrechen, davon sprechen, dass wir andere Games besser finden. So einfach. Okay, gut. Das ist ein guter Plan. Da halten wir uns wieder dran. Ich würde aber halt auch gerne ein Video dann darüber hochladen, wie unfair ich das Spiel finde. Und dass wir wirklich alles getan haben und das im Rahmen des Spiels aber nicht möglich ist. Nein. Sein kann. Gut. Weil wir Influencer, wir sind natürlich absolut clean und die mit dem meisten Skill. Das ist richtig, das erwartet man ja auch bei uns. Wir, die Influencer. So. Gott. So. Okay, dann. Also ich konnte nicht gewinnen, weil bei mir die Grube einfach immer als Textur angezeigt wird. Siehst du, das haben wir es doch schon. Das ist ja klar, dass man da auch in Nachteil gerät, ne? Ja, eben. Du bist halt einfach vom Intellekt her, bist du einfach viel weiter als das Spiel. Richtig. Und das kann problematisch werden. So, moin Tobi. Ah, cool, danke dir. Hey, kein Problem. Flump. Es müsste eigentlich auch reichen. Achso, das wird ja... Ah, das wird ja dann anders. Okay. Ja, ach so, hier ist, glaube ich, eins zu. Ja, das muss ich gerne mal reparieren, da ist was schiefgegangen. Ja, das macht nichts. Ich konnte meine Aggression nicht mehr bändigen. Wie gesagt, was soll denn da schon passieren? Ich und mein Holz. ADGDL. Ich und mein Holz. So. Okay. Ja, wenn wir nur die Selbstschussanlagen hätten, ich glaube, dann würde ich mich wesentlich sicherer fühlen. Aber ich bin ganz ehrlich, dann könnten wir die theoretisch auch in die Mitte stellen, die Turrets, und könnten auch nach außen schießen lassen. Wobei ich halt nicht weiß, ob die wirklich cool sind, ne? Oder halt einfach nur vielleicht viel zu viel Munition fressen. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Also die brauchen auf jeden Fall viel Muni. Ich glaube, 500 Schuss musst du da reinpacken und die kriegst du auch dann nicht mehr raus.
aber die, ich glaub, die können einen auf jeden Fall gut den Arsch retten. Ja, das auf jeden Fall. Also Damage machen die wahrscheinlich schon gut, aber 500 Schuss beim Blutmond ist halt auch nicht viel, ne? Ich denke mal, das geht relativ schnell leer. Aber pro Turret, ne? Wenn wir hier natürlich 10 pro Reihe haben, was völlig übertrieben ist. Aber auch gerechtfertigt. Vielleicht ist der Weg hier auch einfach zu lang. Aber es ist halt sein Weg, ne? Also es sind seine Wege, da kann ich halt wenig machen. Nee, das hat er ja so gemacht. Richtig. Das Thema hatten wir ja schon oft gehabt. Der macht halt auch einfach, was er will. Richtig. Seine Straßen, seine Wege, der hat ja alles unter Kontrolle. Ja, das ist halt einfach ein... Ja, wie so ein Mastermind. Wie so ein Mastermind einfach. Oder so. So. Gut, das müsste klappen. Dann werden die nämlich von diesen Dingern hier gestützt. Flupp. Hoffe ich. Wir können hier ein bisschen runterballern. Da hinten wahrscheinlich auch, ne? Hier unten Türen. Oder ja, Zweierbreite. Ich weiß es noch nicht, Tobi. Und ich habe den Überhang, stimmt, ich hatte den Überhang gemacht, damit die nicht aus Versehen irgendwie draufspringen können, falls die aufeinander stehen und so. Deswegen mache ich den Überhang doch wieder hin, nur um sicher zu gehen. Du meinst wie bei World War Z? Ja, das wäre krass. Alter, wenn das hier auch genau, so wäre. Oh. Aber dann könnten die hier nicht mehr hoch. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Wir könnten die von hier oben immer noch wegballern, auch aus der Röhre und so, das würde immer noch gehen. Aber die könnten hier dann nicht mehr hoch. So als kleine Vorsichtsmaßnahme. Bläh. So. Diedel, diedel. Oh. Boah, ich bin echt froh, dass man die mit E aufheben kann, ne? Ich bin auch froh, ja, Gott sei Dank. Wenn du da mal einen Fehlbau hast, das ist sonst... So. Plonk, plonk. Boah, super mit dem Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Ja. Danke für den Tipp übrigens. Das mit dem Hammer ist echt sehr hilfreich. Ist kein Problem, Erik. Ich kenne mal. Ja, klar. Weißt du, ich bin unglaublich aktiv unter deinen Videos immer, ja. Ich weiß, du, ja. Ich muss einfach Abos ziehen, wo ich kann, Erik. So bin ich. Das ist einfach mein Life of Influence. Schreibt doch unter meine Videos einfach, ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh, ja, hör auf, Alter. Und dann immer, wo kommen die ganzen Likes her? Ins Maul. Ach, schön. Wir brauchen, glaube ich, noch Türen, ne? Ich glaube, du musst hier aber noch hinmachen, oder? Wo muss ich noch hinmachen? Wo bist du denn? Hier oben? Behind you? Ich bin schon unten gerade. Achso, hier wollte ich auch noch hinmachen. Okay. Da bin ich gerade am gucken, wie man das am besten macht. Wahrscheinlich. Ich guck mal. So. Die Animation passt gerade gar nicht zu deinem Schlagen. Ganz komisch. Hä? Das hier soll bestimmt auch weg, ne? Warte. So, bis... Ja, die gleiche Breite ist das, glaube ich. Okay. Die Wege sind dann quasi aus Holz. Da ist, glaube ich, relativ egal. Aber da, wo die Zombies durchlatschen... Oh, ich habe ja kein Stamina. Erstmal wieder schön gebackene Kartoffel. So. Oh, schön. Da wird ein Dollarpalast. So. Okay, ich glaube, dann können wir auch den Rest des Weges so machen, ne? Da werden wir schon gleich die Dinger oben einkrachen, vielleicht, eventuell. Die Baurahmen. So. Mach ich das auch nochmal hier. Weißt du, was ein Problem ist? Was denn? Wir haben oben noch kein richtiges Dach drauf. Und die Geier könnten da vielleicht ein Problem werden, ja. Ja, und wer weiß, was noch alles. Da kommt noch was? Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Wir haben doch schon wieder neue Zombies gesehen.
Ja, das stimmt. Ah, und ich höre schon wieder welche. So. Schawupp, schawupp. Ich geh mal kurz nach oben. Cool, hier trocknet es langsam schon. Trocknet das schneller, wenn du das mit dem Hammer verlegst? Nee, nicht wirklich. Okay. Das würde nämlich überhaupt keinen Sinn machen, irgendwie. So. Nee, wird's auch nicht. Vielleicht, wenn man pustet. Oh, hier fehlt ja noch einer. So. 6. Und dann hier nochmal. So, das hätten wir. Nice. Aber wir müssten oben auf jeden Fall noch eine Bude draufsetzen. Das wird wahrscheinlich sehr viel Holz kosten. Würde ich vermuten. Das glaube ich auch, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen was, ne? Kann sogar sein. Ich hoffe. Ich hoffe auf jeden Fall. Wir sind übrigens bei 32 Minuten, nur ganz kurz. Okay, gut. Hier unten war noch offen, aber ich nehme mal einen, da kommen die gar nicht hin, da oben. Ja, das sieht aus wie ein Labor hier unten, ey. Voll geil. Ach, jetzt habe ich kein Zement mehr. Nein. Okay. Gut, ja, ich hoffe, das funktioniert. Also gerade mit den Zombies hat das zwar ehrlich gesagt nicht so erfolgreich. Das habe ich mir anders vorgestellt, weil das irgendwie anders geklappt hat mit dem alten Graben. Vielleicht sind die Zombies beim Blutmond ja dümmer, wer weiß. Weil sie vielleicht vollgesoffen sind oder so. Apropos. Ach ja, wir brauchen noch Munition, ne? Ja, es geht. Ich kann noch ein bisschen was abgeben. Ich habe noch ein bisschen was über hier. Dass da unten immer der Screamer drin ist, ne? Ja. So ein Zufall. Huch. Gut. 10 Stunden to go, ne? Also 12 Stunden to go. Könnte nächste Folge soweit sein, wahrscheinlich. Ja, könnte passieren. Ich bin noch nicht ganz sicher. Nächste, spätestens übernächste Folge sind wir tot und beschweren uns. Natürlich. Es wäre ja langweilig, wenn nicht. Oh Gott, scheiße. Ich habe das Gefühl, wir sind mega unvorbereitet. Nee, die machen wir fertig, Erik. Ja. Wenn ich ziehe mal woanders hin. Ich glaube, einfach ganz weg, außerhalb der Map. Ja. Wir buddeln uns einfach ein Loch. Wir haben doch da hinten den Graben schon gebuddelt. Zieh mal da hin. Stimmt, Häuser in die Luft bauen klappt ja nicht so gut. Nee, die reißen unten einen Block weg, ist vorbei. Ja, scheiße. Verdammt. Ja gut, mal gucken, nächste Folge. Ich bin gespannt. Ja, wir machen jetzt eine Pause bis Oktober. Tschüss. Tschüss.